Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu Train Simulator. Willkommen an Bord von Zug 1W95, ein Zug der Arriva Trains Wales nach Holyhead über Shrewsbury. Sie haben Freigabe zur Einfahrt nach Cardiff Central, Bahnsteig 3. Diese Klasse 175 Dieseltriebwerkswagen sind Expresszüge. Wir erwarten also eine effiziente Fahrt. Rüsten Sie den Zug auf und fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Wie aufrüsten? Ich habe jetzt mal den Controller, den Xbox-Controller mal angeschlossen, um einfach mal zu gucken. Das ist mal ein hübscher Zug, oder? Guck mal, da bin ich. Und werde halt mal testen, wie ich jetzt damit klarkomme. Wenn es gar nicht geht, dann schwenke ich gleich wieder mal auf Tastatur. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben ja grün. Was war das jetzt? So, Bremsen sind gelöst. Ich weiß gar nicht, wie die Bremsen überhaupt. Warte mal. Das ist jetzt der. Und damit. Was ist das? Achso, da geht's hoch, da geht's runter. Das ist ein Scheibenwischer. Okay, wir dürfen 15 fahren und müssen auch da gleich halten. Ich bin mit der Geschwindigkeit gleich wieder runter. Das wird so ein bisschen einpendeln mit dem Sound. Ich weiß immer nicht, wollt ihr lieber den vollen Sound hören von der Maschine oder lieber ein bisschen was von mir. Ein bisschen Licht könnten wir nicht mal anmachen, ne? So, oder? Hoffentlich ist das richtig. Wir müssen auch ein bisschen schneller reinfahren können, ja, aber müssen dann eh gleich wieder runtergehen. Schleunigt aber ganz gut das Ding, ne? Ist schon mal auf 1% gestern. Weißt du was? Die Bremse geht hier gar nicht. Heißt also, ich muss hier mit der. Ist die Bremse hier quasi mit eingebaut? Scheiße, der Monitor nicht funktioniert. So. Tja, dann konzentrieren wir uns mal auf vernünftig stehen. Glaube ich, aktuell ja noch niemanden an Bord, ne? So. Machen wir die Türen auf. Da oben. Ja, seht ihr, ich bin kein Profi. Ich muss mich da echt reinfuchsen. Wir sind jetzt bei Folge 3 von 5. Und wenn es uns aber weiterhin Spaß macht, ne? Also beide Parteien, mir und euch, dann geht es dann auch weiter. Die Türen gehen jetzt automatisch zu, oder? Komisch. Also ich krieg's dann nicht zu. Wahrscheinlich automatisch, wenn. Ah ja. Zustand der Passagiere ist abgeschlossen. Fahren Sie weiter, sobald Sie bereit sind. Höchstgeschwindigkeit im Bahnhof liegt bei 15 Meilen pro Stunde. Okay, dann.
Ups. Immer wieder in den Zug. So, 1%. Einmal wieder raus hier. Das Schöne ist, wenn diese Kombination fährt sich irgendwie ein bisschen entspannter, ne, wenn du nur diesen Gashebel quasi hast. Interessanter Zug, also ich mag den. Dann kriegen wir gleich wieder Abzüge. Dann geht es gleich auf 40. Mir fehlt so ein bisschen das Fenster hier, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Was kommen wir denn da mal auf? Minus 9. Was ist denn der nächste Halt? So, die gehen wir mal auf 40 Meilen. Was piept denn da immer? Also echt ein schöner Zug. Ja, von innen ganz neckisch, ne? So, unser nächster Halt ist Newport. Ankunft 15.33 Uhr. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Ja, was wir auch nochmal machen können, ist dann die Strecke. Wir sind ja von Hamburg nach Lübeck gefahren, ne? Und da gibt es dann nochmal eine Strecke, die man zurückfahren kann. Das sind aber dann mit Schnee und allem drum und dran. Und da dachte ich, hey, so ganz passt es noch nicht zur Jahreszeit, aber mal gucken, was wir uns da zum Abschluss dann nochmal raussuchen. Könnt ihr auch gerne mal einen Wunsch äußern, wenn ihr meint, ich schaffe das auch aber nicht mit Rangieren und bla, das ist dann... Da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Da muss ich mir irgendwann dann, falls wir das mal machen wollen, dann doch Hilfe holen. So, 75 sind erlaubt, okay. Ich mal an diese Controller gewöhnen. Das ist jetzt volle Beschleunigung. Ich stelle jetzt kein Licht an. So. Also wenn ihr wisst, was das Piepen ist, dann gebt mal einen Kommentar. Ich lehne gerne dazu. Schade, dass es jetzt so dämmerig ist. Zumindest so viel von der Landschaft. Ne? Da ist es immer nur, Achtung, dann kommt das nächste Signal, passt mal auf. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube, wir können doch auf hier bleiben. Wir sind sogar 95 erlaubt. Achten wir erstmal drauf, wann das nächste Mal piept das Ganze.
Piste und zack, kommt das Signal. Ist ja praktisch. So, auf 3, dass wir nicht gleich über die 75 rausschießen. Wir sind zwar 95, aber... Na, siehst du, das geht schon. Noch ein paar Punkte überbehalten. So, dann geht's da wieder in die Beschleunigung. Könnt ihr euch schon mal langsam Gas geben. Sieht echt gut aus. Warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich ausblenden? So, ne? So, mal ein schönes Thumbnail. Also, wie gesagt, diese Joystick-Steuerung, das ist dann doch sehr gewöhnungsbedürftig. Möchten Sie abbrechen? Speichern. Achso, ja gut, dann speichere ich das mal. Ich wollte eigentlich nur meine Konsole zurück, die ich mir gerade vergeigt habe. Das kommt davon, YouTube. Wenn ich jetzt, warte mal, F2... Nee, abbrechen. F3... Ah. Bekam gerade schon ein leichtes Herzrasen. Und in die Konsole bin ich absolut aufgeschmissen, obwohl... Hier wird es ja jetzt noch gehen, ne? Und jetzt die... Warte mal. So, sieht man seine Geschwindigkeit. Ich weiß auch nicht, wo ich drücken muss. Aber man sieht den Hebel ja gar nicht. Wie schnell, wo ist denn das Ding? Ach, da. Aber ist schon nicht so gut zu erkennen jetzt, ne? Man kriegt ja auch so von Gefühlen nicht die Rückmeldung. Und deswegen hätte ich ihn doch schon gerne wieder. Ja, auf 3 lasse ich jetzt mal. Geplante Ankunft 15.35 Uhr. Wäre sehr gut in der Zeit. Ne? Schade, dass hier keiner sitzt. So, und wir müssen mal auf 2 gehen. Master Key, damit muss ich wahrscheinlich dann ausnehmen. Was haben wir hier noch, was man bedienen kann? Mondbremse, okay. Der geht nicht. Signalhorn. Es gibt wieder Minuspunkte. Da muss ich mal wissen, wie das Ding sich anhört. Ne? So, dann lege ich wieder in der Geschwindigkeit runter. Ich muss hier gerade irgendwas bestätigen, deswegen wahrscheinlich nicht Notbremse.
Oh, Mist. John bremst jetzt selbstständig, weil ich nicht bestätigt habe. Beschleunigt es auch gar nicht mehr. Ich bin noch da. Ist doch alles gut. Man die Notbremse auch wieder lösen, aber man sagt, hey, nur ein Irrtum. Anscheinend nicht, ne? Also einmal voll stoppen. Was ist denn das da drüben noch nicht? Ich kann da auch nichts machen. Was die Leute jetzt wieder denken, warum halten wir hier? Gerade überlegt, ob das hier mal ein Bahnsteig ist, weiß ich es ja gar nicht. Was heißen jetzt eigentlich diese grauen Dinger da wieder sind? Kann man da irgendwie, keine Ahnung, was auffüllen oder so? Oder was soll das? Auf jeden Fall kommt gleich der Newport im Bahnsteig 4 in Sicht. Schon wieder aus. Was bin ich auch nicht viel. So, dann gehen wir mal dazu über zu bremsen. Weiß ich, habe ich überhaupt nicht gesehen. Jetzt halt an. Ja, also ich glaube von der Punktzahl her sieht das nicht so gut aussehen, ne? Machen wir mal die Türen auf. Das war eine Gewöhnungssache, denke ich mal. Wir müssen mal schauen, was da noch so für Strecken gibt hier mit der Bahn. Gut gemacht, Lokführer. Das war eine großartige Fahrt. Naja. Bevor wir Richtung Holyhead aufbrechen, sehen wir uns Ihre Leistungen. Muss das sein? Okay, auf jeden Fall haben wir einen Erfolg. Ja, was ist denn unterm Strich? Mist. Minus 24. Nicht so prickelt.
YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, zwei haben wir noch. Ne? Und wie gesagt, dann gucken wir mal, ob ich bis dahin ein bisschen mehr gelernt habe und besser reinkomme und dann überlegen wir mal, was wir uns noch so für Strecken angucken wollen, ob es vielleicht im Let's Play übergeht, wenigstens einmal die Woche oder so. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Das hängt dann von einigen anderen Faktoren noch ab, was noch so alles ansteht. Ne? Okay, euch ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.